So. Das heißt, Leute, strategische Killer, wie beispielsweise der Trapper, die sind ein klein wenig schwierig zu spielen am Anfang, weil wenn ihr jetzt Fallen platzieren möchtet, okay, wartet mal, gebt mir eine Sekunde. So, wenn ihr Fallen platzieren möchtet, solltet ihr wissen, wo machen die Fallen Sinn? Wo laufen die Survivor rein? Das heißt, ihr solltet erstmal Erfahrungswerte sammeln, wo überhaupt gute Spots sind, um dann Traps zu platzieren. Und Trapper ist auch jemand, der die Survivor zonen sollte. Zonen bedeutet, dass ihr eine bestimmte Laufrichtung euch aussucht, um den Survivor zu zwingen, in die Richtung zu laufen, die ihr möchtet. Ihr diktiert dann sozusagen den Chase. Das macht alles ein klein wenig ein bisschen, also sagen wir so, es macht es schwieriger, den Trapper am Anfang zu spielen. Ja, wenn ihr Trapper seht, wie sie am Anfang spielen, die platzieren random irgendwelche Fallen. Nicht an Choke Points, nicht an Loops. Und das macht es ein bisschen schwieriger. Deswegen mein Vorschlag, und Raven, dank dir wirklich für dein Follow. Mein Vorschlag ist es, Trapper erstmal nicht zu spielen. Ne? Erstmal vielleicht ein paar andere Killer, um zu schauen, wo laufen Survivor eigentlich entlang. Ich habe mit Trapper angefangen, Killer zu spielen. Ich habe mit Myers angefangen, Killer zu spielen. Black dazu. Ich möchte das Hexenoutfit von letztem Mal. Kann man das separat erwerben, wenn man das verschenken will? Dachte über den Shop nur bei sich selbst. Welches Hexenoutfit, Machiko? Bei dir der höchste Prestige? Like my aim. Ich habe alle auf Prestige 9. Ich glaube, ich habe niemanden. Ah, nee, nee. Alle auf Prestige 9, außer die 4. Die habe ich auf Prestige 3. Und Tretsche. Von der Seuche. Ach so, Ausrufezeichen Ticket, falls du. Das Seuchen-Outfit haben möchtest. Leute, wir verlosen das. Ich kann es noch mal ganz kurz zeigen. Das Seuchen-Outfit momentan verlosen wir. Einfach Ausrufezeichen, Leute. Gesponsert von Sunstar, von Nicole. Ausrufezeichen Ticket, wenn ihr dieses hier haben möchtet. Der eine ist 10. Welche ist 10? Achso, Myers ist 10. Ja gut, dann ist Myers wohl der höchste. Hat mit Ghostface angefangen. Like my aim. Super, super nice. So. Gut, deswegen Trapper, Leute, strategischer Killer. Ihr könnt selbstverständlich auch mit Trapper anfangen. Aber ich würde es nicht zwangsläufig empfehlen. Wenn ihr euch die Mühe machen möchtet, mit Trapper erstmal Loops zu lernen und dann hart auf die Fresse zu bekommen, möglicherweise. Oder ihr seid sehr schnell im Lernen, wo sind Paletten, wo laufen Survivor entlang, kann man ihn durchaus spielen. Ansonsten würde ich ihn nicht zwangsläufig empfehlen. Joker, wie geht's dir? Super schön, dich zu sehen, Mann. Was hat denn der Trapper aber für Perks? Der Trapper hat zermürbende Präsenz. Was macht zermürbende Präsenz? Überlebende innerhalb deines Terrorradius haben eine um 10% erhöhte Chance, beim Reparieren oder Heilen einen Fähigkeitscheck auszulösen. Die Erfolgszonen ausgelöster Fähigkeitschecks werden um 60% verkleinert. Ist nicht unbedingt ein starker Perk, wenn ihr gegen Survivor spielt, die weniger als 50 Spielstunden haben. Kann er möglicherweise ganz lustig sein, aber nichts, weswegen wir jetzt einen Killer anfangen wollen zu leveln, nur um diesen Perk zu bekommen. Brutale Stärke. Wir machen Paletten 20% schneller kaputt. Wir treten Generatoren 20% schneller. Wir machen Wände 20% schneller kaputt. Brutale Stärke ist ein starker Perk, wenn ihr wisst, wie ihr es einzusetzen habt. Am Anfang finde ich es ein bisschen schwierig, mit brutaler Stärke umzugehen, weil ihr am Anfang noch nicht optimal spielt, ne? Manchmal respektiert ihr noch Paletten und was weiß ich was alles, deswegen brutale Stärke wird euch wahrscheinlich nicht so den Value geben, wie jetzt andere Perks. Aber an sich sehr, sehr gut, vor allem nach dem letzten Patch. Damit kann man durchaus ein paar Plays machen, Paletten schnell aus dem Game bekommen, aber nicht zwangsläufig empfehlenswert. Erregung, wir sind beim Tragen eines Survivors 18% schneller. Unsere Laufgeschwindigkeit wird um 18% erhöht, wenn wir einen Survivor zum Haken tragen. Kann sinnvoll sein als Trapper, wenn ihr jemanden ins Basement schaffen möchtet oder so. Tequila, ich danke dir. Vielen, 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 vielen lieben Dank. Was sind Attribute? Was meinst du mit Attribute? Like my aim.
Machiku, ich gebe dir mal ganz schnell ein paar Points, dass du mitmachen kannst. Gutes Perk für Scorchhux. Kader, gutes Perk für Scorchhux. Wenn ihr Geiselhaken habt, wenn ihr gerade anfangt, Dead by Daylight zu spielen, werdet ihr wahrscheinlich noch keine Geiselhaken-Perks mit dabei haben. An sich kann man Erregung, wie gesagt, auf dem Trapper sehr gut spielen. Basement Trapper ist auf jeden Fall etwas, was man, selbst wenn man wenig Spielstunden hat, relativ leicht versteht, sag ich mal. Darunter. Achso, das heißt einfach nur, dass es ein ganz normaler 4,6 Meter pro Sekunde Killer ist. Das sind 115% Movement Speed, so wie die meisten Killer in Dead by Daylight. Die Laufgeschwindigkeit beträgt 115% Movement Speed. 15% schneller als Survivor laufen. Das darunter, das hier ist der Terrorradius. Sein Terrorradius beträgt 32 Meter. Das heißt, wenn ihr 33 Meter von dem Survivor wegsteht, hört ihr euch noch nicht. Wenn ihr einen Schritt nach vorne geht und ihr seid 32 Meter entfernt vom Survivor, fängt der Herzschlag so langsam an und der Survivor weiß, ah, okay, der Killer ist in meiner relativen Nähe. Das hier ist einfach nur die Größe von seinem Penis. Wie groß sein Gemächt ist. Dass wir wissen halt, wie wir damit umzugehen haben, falls der Trapper hinter uns hergeht. So, gut. Erregung. Schneller Survivor tragen. Kann ganz sinnvoll sein. Nicht unbedingt auf jedem. Killer, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Wraith spielt, ist es nicht zwangsläufig so wichtig. Hat Myers Outfits? Bei mir hat er keine, aber du hast ja alles. Myers hat dieses Outfit. Das ist das einzige Outfit, was Myers noch zusätzlich hat. Und du kannst, also sonst hat er keine. Er hat nur das hier. Und so sieht es in Prestige aus. Dieses Gewand hier kannst du dir kaufen. Und dann hat er noch... Halt mal, da fehlt doch was, Leute. Haben wir die Waffe nie gekauft? Tatsächlich. Ich weiß nicht warum. Waffentechnisch gibt es ein paar Unterschiede. Noch zusätzlich, like my aim. Das hier ist die Standardwaffe, das Küchenmesser. Könnt ihr ein bisschen drehen. Das hier ist die Standardwaffe, wenn ihr Prestige 9 seid mit ihm. Das hier ist das Rohr. Richtig, richtig geiles Teil. Das hier ist nochmal ein anderes Messerchen von ihm. Und dann haben wir hier noch den Flachkopfschädelbohrer. Du hast bei der Hexe alles, was? Wie? Like my aim? Ich bin Hexenmain, deswegen habe ich auf der Hexe auch alle Outfits. So, nächster Killer, Leute. Nächster Killer wäre der Geist, Wraith. Wraith hat ein paar Perks, die sind meiner Meinung nach alle auch nicht so geil. Räuber. Von den Überlebenden hinterlassenen Kratzspuren erscheinen deutlich näher beieinander. Braucht ihr nicht. Es ist wasted. Bluthund. Frische Blutspuren sind deutlich besser wahrnehmbar als gewöhnlich und können 4 Sekunden länger als gewöhnlich verfolgt werden. Also wenn ein Survivor rennt, der verletzt ist, dann hinterlässt er Kratzspuren und er hinterlässt Blutspuren. Und das hier sind einfach zwei Tracking-Perks, um Survivor besser zu finden im Chase. Ich finde, ihr solltet die Perks einfach sein lassen, die machen keinen Sinn. Schattengeborener, ebenfalls kein guter Perk. Sagen wir so, es gibt stärkere Perks, es gibt bessere Perks. Ich würde Schattengeborener nicht mitnehmen. Wenn ihr nicht gerade Nurse spielt, Blight spielt, Huntress spielt oder irgendwas, wo ihr bessere Vision braucht, manche spielen es auch gerne auf einem Billy, dann würde ich nicht zwangsläufig euch empfehlen, Schattengeborener mitzunehmen. Welchen Style feierst du am meisten bei der Hexe? Es gibt keinen Style, den man feiern kann bei der Hexe. Es gibt nur ein einziges Outfit, was legitim ist. Tralawasch, wie geht's dir? Black Tatsu, herzlichen Glückwunsch, Mann. Mega nice. So, Schattengeborener erhöht nämlich einfach nur euer Blickfeld um 15 Grad. Das ist alles, was der Perk macht. Deswegen, die Perks von Geist sind nicht gut. Was ist aber mit dem Killer? Würde ich Ihnen empfehlen, wenn ihr gerade anfangt, Killer zu spielen? Ja. Ich würde euch empfehlen, Geist zu spielen, Leute. Das ist meine wärmste Empfehlung für euch, weil das Problem ist nämlich am Anfang, wenn ihr anfangt, Dead by Daylight zu spielen, als Survivor, da läuft sehr viel mit Herzschlag. Man ist ein bisschen vorsichtiger, man hat noch Schiss vor dem Killer und das ist ein Killer, der seinen Herzschlag verhöhlen kann.
Und da könnt ihr ganz nah an die Survivor kommen, ohne dass die anfangen, sich zu verstecken. Und dann kommt die aus eurer Unsichtbarkeit raus, läutet die Glocke zum Essen. Und dann springen die erst auf wie aufgeschreckte Hühner. Und dann ist zu spät, dann verteilt ihr den ersten Hit. Und dann geht ihr wieder in eure Unsichtbarkeit und verfolgt einfach mal den Survivor, den ihr angehittet habt. Und schaut mal, was passiert. So. Deswegen, Geist ist auf jeden Fall meine wärmste Empfehlung oder meine größte Empfehlung von allen 5 Killern, die für jeden kostenlos sind, ne? Ich sehe schon kommen, wenn die neuen Sachen kommen, du kaufst direkt plus alle Prestige 9. Na, like my aim, ich weiß nicht, es kommt sehr drauf an, finde ich. Oder der Glockenschlag auf der ganzen Map zu hören mit Addon. Machiko, das stimmt, aber am Anfang, wenn wir anfangen, Geist zu spielen, werden wir wahrscheinlich jetzt noch nicht direkt einen Knochenklöppel gelbes Addon mitnehmen, so. Oder dabei haben oder whatever, ne? So, aber Leute, auf jeden Fall, Geist kann man gut spielen. Ich würde euch empfehlen, direkt am Anfang, wenn ihr nur diese 5 Standard-Survivor-Killer habt, am Anfang, ich würde euch empfehlen, auf jeden Fall mit Geist anzufangen. Und wenn ihr dann ein bisschen erfahrener seid, wenn ihr dann reingekommen seid ins Game, dann spielt auf jeden Fall mal ein paar Runden Trapper. So. Billy ist ein Killer, der ist wirklich nicht leicht zu spielen, Leute. Der große Vorteil an Billy ist, er hat eine Kettensäge. Der große Nachteil an Billy ist, sie zu verwenden, ist am Anfang ein klein wenig schwieriger. Mit der Kettensäge könnt ihr Survivor direkt downen. Ja, das heißt, ihr müsst sie nicht zweimal hitten, nicht einmal verletzen und dann downen. Ihr könnt mit der Kettensäge könnt ihr die Survivor direkt umknüppeln. So. Nurse, wir brauchen mehr Nurse-Mains. Ja, Kasamski, das stimmt wohl. Gibt noch nicht so viel. Und deswegen, Billy braucht so seine Zeit. Larex, was geht? Um ihn zu lernen. Wenn ihr sagt, ja, ich will eigentlich aber Billy spielen, ich finde, der ist solide, nehmt euch einfach die Zeit, verliert 100 Matches, um 1000 Matches dann zu gewinnen. Es lohnt sich, Billy kann Spaß machen. Mir macht er nicht so viel Spaß. Aber mit der Kettensäge umzugehen, ist halt so eine Sache, die ihr dann wirklich lernen müsst. Das ist nicht so ein Ding wie Trapper, wo ihr eher strategisch planen müsst, wo ihr eure Fallen platziert, sondern ihr müsst wirklich technisch lernen, mit der Kettensäge umzugehen. Wann zieht ihr die auf? Wie turnt ihr euren Controller oder Maus und Tastatur und was weiß ich was, damit ihr dann um diese Ecke kommt? Das bedeutet, das ist ein Killer, der braucht auf jeden Fall Übung. Billy ist ein Killer, der braucht Übung. Ich würde ihn nicht empfehlen am Anfang, außer ihr findet ihn absolut sexy und sagt, ist mir scheißegal, Diesel, ich spiele Billy. Aber, ja, am Anfang schwierig. Nurse, Leute, Nurse. Nurse, der stärkste Killer in fucking Dead by Daylight. Ihr seht Nurse auf jeden Fall super oft, wenn ihr hier jetzt irgendwie im Stream regelmäßig am Start seid. Das liegt daran, dass wir als Survivor im höheren MMR-Bereich unterwegs sind und da werden die stärkeren Killer nun mal öfter gespielt. Das heißt, ihr werdet sehr oft Blight sehen, das heißt, ihr werdet sehr oft Nurse sehen. Ist einfach so. Und eine Nurse, Leute, eine Nurse, die würde ich euch nicht mal unbedingt empfehlen am Anfang. Eine Nurse ist super schwer zu lernen. Wenn ihr möchtet, lernt ihr gleich die Nurse, aber ich sag's gleich von Anfang an. Lernt den stärksten Killer in Dead by Daylight so früh wie möglich. Mit T. Tralawasch, mit T. Lernt den stärksten Killer im Game so schnell wie möglich und ihr beherrscht ihn so schnell wie möglich. Aber wenn ihr diesen Killer lernen möchtet, empfehle ich euch trotzdem, dass ihr Geist spielt, weil das Ding ist, die Spielmechaniken einer Nurse sind komplett anders. Leute, ich habe gegen Nurses gespielt, die haben alle zerlegt, Leute. Das komplette Team auseinandergenommen. Dann habe ich denselben Killer gesehen, wie er, was weiß ich, wen spielt. Einen Leatherface oder keine Ahnung was. Und der wusste nicht mal, der Killer, wie er zu loopen hat. Warum ist das so? Das liegt daran, dass Nurse-Mains, die wirklich nur Nurse spielen, oftmals nicht verstehen, was Survivor oder wie Survivor loopen. Weil ihr müsst nämlich nicht den Laufweg gehen mit einer Nurse. Ihr teleportiert euch einfach zu dem Survivor hin, ne? Hack kommt nicht so oft. Hack wird wirklich selten gespielt. Das stimmt wohl, Mowgli. Deswegen... Pesco! Yo! Hallo! Pesco, danke dir von ganzem Herzen für dein Follow und herzlich willkommen, Mann. Tausendfaches Dankeschön. Dreifach-Teleport von der Nurse ist gemein, konnte sehr gut sonst einen Hit entkommen ohne Deadheart. Etwas nur schwerer, aber möglich. Ist so, Machiko. Es gibt 2 Geister. Ja, du meinst Spirit. Like my aim. Das ist das Gespenst. Es gibt einen Geist und ein Gespenst. So. Deswegen,
Nurse, ich sag mal so. Am Anfang, ich würde sie euch nicht empfehlen, wenn ihr aber gleich einsteigen möchtet mit dem stärksten Killer. Und den stärksten Killer in Dead by Daylight lernen möchtet und euch auch wirklich die Zeit nehmen möchtet, spielt dann trotzdem den Geist. Fun Fact, meine allererste Runde DBD ever, noch vor den Tutorials, war mit Nurse. Ich bin so zerlegt worden, aber seitdem liebe ich die Nurse, hab dann aber erstmal 500 Stunden Survivor gespielt, um mich zu erholen. Bei super, super nice, Mann. Mega, mega nice. Was hat die Nurse für Perks dabei, Leute? Die Nurse hat Stridor. Die Atmung von Survivern, wenn die Survivor, also wenn die verletzten Survivor machen 50% lautere Geräusche. Ist ein interessanter Perk, wenn ihr beispielsweise Spirit oder sowas spielt, da geht es dann eher um die Kurven, wie man etwas hört. Aber der Perk, das ist einer der wirklich am seltensten gespielten Perks, weil er nicht so viel Sinn macht. Was richtig geil ist allerdings und was sehr viele Leute verachten oder gar nicht, also sagen wir so, es fällt denen nicht auf, ist, dass die normale Atmung auch schon um 25% lauter ist. Ich habe früher zum Beispiel Spirit sehr gern mit Strider gespielt. Was viele Leute nicht gewusst haben, ist, dass ich es eigentlich gemacht habe, um nicht verletzte Survivor besser zu hören. Es ging mir gar nicht darum, verletzte Survivor zu hören. Die paniken oft, die bekommt man auf jeden Fall leichter down. Aber nicht verletzte Survivor zu hören, wo sie atmen und was weiß ich was, das ist verdammt schwer, weil sie geben eigentlich keine Geräusche von sich. Und wenn die normale Atmung, Leute, wenn ein Survivor irgendwo hinter einem Loop steht und ihr ihn nicht sehen könnt und er steht einfach nur da, ist die normale Atmung schon 25% lauter, dass ihr den Survivor da sehen, also ihr könnt ihn da hören und dann könnt ihr da euch dahin phasen mit Spirit und könnt den Survivor dann da hitten. Ansonsten ist Strider wirklich nicht so, Stridor, wie es heißt, ist wirklich kein starker Perk. Würde ich jetzt nicht zwangsläufig empfehlen auf irgendeinem Killer. Wie gesagt, vielleicht auf Spirit, wenn ihr es möchtet, aber muss nicht unbedingt sein. Tana. Tana wurde mehrfach genervt und gebufft in den letzten Monaten. Momentan ist Tana folgendermaßen. Wenn ihr ein Survivor anhittet, wenn ihr ein Survivor verletzt, dann reparieren alle Survivor, alle vier, reparieren 2% schneller Generatoren. Die werden auch 2% schneller, langsamer. Die reparieren 2% langsamere Generatoren. Die werden auch 2% langsamer Haken sabotieren und die werden auch 2% langsamer Totems zerstören. 2%, Leute. Ist jetzt nicht so viel, 2%, wenn wir es jetzt zum Beispiel auf einen Generator hochrechnen, Leute. Dann sind 2%, das sind wie viel? 1,8 Sekunden bei 90 Sekunden, oder? Also knapp 2 Sekunden, Leute. Das heißt, ihr braucht knapp 2 Sekunden länger an dem Generator. 2 Sekunden, Leute, ist nicht so krass. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Killer spielt, wo ihr nicht viele Survivor gleichzeitig verletzt halten möchtet, dann macht Tana gar nicht so viel Sinn, meiner Meinung nach. Ja. Wenn ihr dann den zweiten Survivor verletzt und der erste ist immer noch verletzt, dann kommt 2% dazu. Das heißt 4% langsamer Generatorenreparatur. Wenn ihr den dritten Survivor verletzt, kommt 2% dazu und wir sind bei 6% langsamer an den Gens. Wenn ihr den vierten Survivor verletzt, kommen 8%, also es kommen nochmal 2% dazu, das sind dann 8%. Aber, was hier nicht dran steht in dem Perk, ihr bekommt einen Bonus, wenn alle vier gleichzeitig verletzt sind. Wenn ihr das schafft, Leute, bekommt ihr einen Bonus von 12%. Das heißt, 8% plus 12% und wir sind dann auf einmal bei 20% langsameren Generatoren. Dann fängt es an, sexy zu werden, Leute. Bei 20% fängt es an, sexy zu werden. Da sind wir bei 108 Sekunden, Leute. Das sind 18 Sekunden länger an jedem einzelnen Generator, die Survivor brauchen. Fun Fact, Strider ist wirklich ein medizinischer Begriff. Das pfeifende Geräusch beim Einatmen, wenn was in den Atemwegen nicht stimmt. Hey, wir tun hier was für die Bildung. Das soll man mir sagen. Twitch macht dumm, ist so. Doc, super, danke dir.
Ja, da steht nicht dran, weil Behave zu doof ist, richtig zu übersetzen. Ja, es ist ein bisschen schade, ne, Milo, dass es nicht dran steht. Aber jedenfalls, es ist so. Thanatophobie, kurz vorm Thana, solltet ihr also eher auf Killer spielen, wo ihr es schafft, mehrere Überlebende gleichzeitig verletzt zu halten. Das funktioniert sehr gut mit einem Killer wie die Seuche. Möglicherweise auch bei Legion, je nachdem, wie, wo, was, wann. Darum spiele ich alles auf Englisch, Doc. Um das seit 4 Updates haben die sau viel nichts geändert. Ist so, Milo. Also wäre Thana eher bei Seuche, ganz genau, Black Tatsu. Eher bei Seuche, eher bei Legion. Ansonsten sehe ich Thana absolut überhaupt nicht. Thana wird sehr, sehr gern in Kombination mit schlampiger Schlachter gespielt. Wir schauen uns schlampiger Schlachter gleich an. Wenn ihr einen Hit bekommt und der Killer hat schlampiger Schlachter dabei, dann dauert die Heilung nicht 16 Sekunden, sondern 20 Sekunden. Und falls ihr es schafft, den Survivor an der Heilung zu hindern, Leute, dann wird alles wieder zurückgesetzt und er muss wieder von vorne anfangen mit der Heilung. Wisst ihr, wann das Update kommt? Dienstag. Like by him. Ich habe früher immer auf der Hexe mit Schlampiger gespielt. Elfi, es hat eine Zeit gehabt, da war das auf jeden Fall sinnvoll. Inzwischen kann man es auch theoretisch noch machen. Also jetzt wieder mit den längeren Generatoren kann man durchaus da nochmal auch die Zeit wasten von den Survivern für die Heilung. So. Nächster Perk, der Ruf einer Krankenschwester. Das ist ein guter Perk, Leute. Den würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, am Anfang jedenfalls mitzunehmen. Bei der Ruf einer Krankenschwester seht ihr, wann sich Überlebende heilen. Wenn ihr in einem Umkreis von 28 Metern seid zu dem Überlebenden, könnt ihr die Aura durch die Wände durchsehen von diesem Überlebenden, der sich gerade am Heilen ist. So, jetzt haben wir über den Geist gesprochen, Leute. Stellt euch jetzt einfach vor, ihr spielt Geist und ihr seid verhüllt und kein Survivor kann euch sehen. Dann lauft ihr in der Gegend rum und ihr seht, da heilt sich jemand in der Ecke der Map. Dann geht ihr einfach hin, stellt euch neben ihn und klatscht ihn dann einfach direkt um. Starker Perk auf einem Killer wie Geist. Stark nur am Anfang, Leute, wenn ihr jetzt schon erfahrenere Killer seid, wird Ruf einer Krankenschwester euch nicht so viel Value geben, weil Survivor, die sind rotzfrech, wenn sie besser werden. Die werden sich nicht downen lassen, nur weil ihr jetzt seht, dass sie sich gerade am Heilen sind. Die heilen sich an Spots, nicht am Maprand, sondern die heilen sich an starken Loop-Spots, Leute. Dauert es lange, bis wir bei Legion sind. Like my aim, wir kommen gar nicht zu Legion, wir machen nur die ersten 5 Killer. Die Killer, die für jeden kostenlos sind. Geht's wieder gut auf der Hexe, gut zu wissen? Ja, Elfi, du bekommst teilweise wirklich Value. Es kommt darauf an, welche Perks du mit dabei hast, Elfi, aber inzwischen, dadurch, dass die Gens 90 Sekunden dauern, kannst du die Survivor durchaus unter Druck setzen inzwischen wieder mit schlampiger Schlachter, weil die sich dann erstmal hochheilen müssen. Das heißt, die machen den Gen vielleicht erst fertig und heilen sich dann hoch und dann schaffen sie den Unhook nicht mehr und so weiter und so fort. Dann fangen die mit der zweiten Heilung an, die muss abgebrochen werden, weil der erste Dude für den Unhook rennen muss. Dann resettet sich wieder die Heilung, geht wieder komplett auf Null zurück. Das heißt, Time Waste ist auf jeden Fall da. Außer du spielst gegen wirklich richtig krass optimal spielende Survivor. Ab welchem Prestige-Level volles Blutoutfit? Das ist ab Prestige-Level 6. Und Prestige-Level 9 hast du... Mit 9? Nee, Black Tatsu, mit Prestige-Level 9 bekommst du Charms. Da bekommst du dann Charms von den einzelnen Perks, die der Killer hat. 3 Charms. Prestige-Stufe 7 ein Charm. Prestige-Stufe 8 ein Charm. Prestige-Stufe 9 ein Charm. Thana 2% pro Survivor. Wenn zum Beispiel 2 gleichzeitig verletzt sind, sind dann 4% oder geht das auch separat voneinander? Wenn der erste schon wieder geheilt wurde? Nein, Magic. Nur wenn du links siehst in der Anzeige, dass die nicht voll geheilt sind, sondern dass die immer noch verletzt sind. Wenn links in der Anzeige 2 Survivor verletzt sind, dann zählt's nur. Was kommt nach Prestige 10? Der Entitus zu dir nach Hause zum Kaffee in Mokli. Korrupte und das Beste kommt zum Schluss in meine Standard-Perks auf hier. Würde es gut zusammenpassen? Ja, Elfie. Mr. Pink, danke dir für dein Follow und herzlich willkommen bei uns, Mann. Wie geht's dir? Und Cinder, mega schön, dich zu sehen. Kleine, einen wunderschönen guten Morgen. Hallo. So. Deswegen, Ruf einer Krankenschwester, Leute, empfehlenswert auf Geist. Wenn ihr Geist spielen möchtet,
Gleich am Anfang könnt ihr trotzdem die Nurse leveln, weil es gibt nicht zwangsläufig irgendwas Interessantes bei Geist außer seine Add-ons. Aber perk-technisch habt ihr mehr davon, wenn ihr die Nurse levelt und dann erstmal ohne Add-ons spielt. Und dann prestigiert ihr levelt dann die Nurse bis Level 50, prestigiert dann die Nurse auf Level 50 und bekommt dann die Perks, alle drei Perks von ihr, auf Stufe 1 direkt freigeschaltet auf Geist. Dann könnt ihr den Geist leveln. Dann habt ihr auf jeden Fall Ruf einer Krankenschwester mit dabei. So, wir sprechen dann gleich über andere Perks, die der Dude dann auch noch mitnehmen kann, Leute. Bin wieder da, war einkaufen und eine Freundin eingesammelt. Mega, mega nice, ne? So, Katharina. Huntress, Leute. Huntress ist ein richtig nicer Killer. Huntress macht super viel Spaß. Wenn ihr kein Aim habt, weil ihr auf der Konsole seid oder einfach Kack-Aim habt, so wie ich, dann kann es auf jeden Fall schwierig sein, sie zu spielen. Ich habe großen Spaß, trotzdem Huntress zu spielen. Sie ist aber ein Killer, der auf jeden Fall trotzdem auch deutlich anders funktioniert wie andere Killer. Der Grund dafür ist, dass sie Äxte werfen kann. Und ihr seid ein bisschen langsamer wie die ersten Killer, die wir vorgestellt haben. Die ersten Killer, die sind 4,6 Meter pro Sekunde. Sie ist 4,4 Meter pro Sekunde. Survivor sind 4,0 Meter pro Sekunde. Wir sprechen bei Survivors von 100% Movement Speed. Von Killern wie Trapper, Geist, Billy sprechen wir von 115% Movement Speed. Und bei einem Killer wie Huntress, das sind 110% Movement Speed. 4,6. Nurse ist eine Ausnahme, Leute. Nurse ist langsamer als Survivor. Die Grundgeschwindigkeit einer Nurse ist langsamer. Das sind 3,8 Movement Speed, Leute. Und der Grund dafür ist, dass sie sich teleportieren kann. Das heißt, wenn sie jetzt noch rumrennen kann, wie ein irrer, wild gewordener Killer, dann wäre das durchaus zu heftig. Das heißt, sie ist, wenn sie sich nicht teleportiert, langsamer als die Survivor. Dafür kann sie sich schnell bewegen. Isst du noch immer an deinem ersten Brötchen, weil du guten Morgen um 15 Uhr sagtest? Ja, Kleine, ich habe tatsächlich noch zwei Bissen übrig. Das ist richtig. So, aber die Katharina, die ist mit 4,4% Movement Speed eher einer der langsameren Killer, was ihr nicht zwangsläufig so viel schadet, weil sie nämlich Äxte werfen kann, Leute. Die gute Dame, die hat 5 Beile und die kann diese 5 Beile einfach abfetzen. Wenn sie noch Add-ons dabei hat, noch mehr. Nimmt sie einen Infanteristengürtel mit, dann ist ein lila Add-on, dann hat sie zum Beispiel 7 Beile und kann alle 7 Beile wegfetzen. So, deswegen super, super strong mit den Beilen. Man chased allerdings ein klein wenig anders. Das Spielprinzip einer Huntress ist ein komplett anderes wie von einem Geist. Es ist ähnlich wie jetzt mit einem Billy, den man ein klein wenig anders spielt, oder wie eine Nurse, die man komplett anders spielt. Weil ihr werdet beispielsweise eher versuchen, Survivor auf den Flächen mit euren Äxten zu treffen und nicht zwangsläufig in den Chase gehen und Survivor nachlaufen oder sowas. Jägerin kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Ist am Anfang vielleicht ein klein wenig schwer. Wann zieht ihr die Axt auf? Wann lasst ihr die Axt los? Wo sind die Loops, wo ihr drüber werfen könnt? Ihr müsst sehr, sehr viele Sachen lernen mit der Huntress. Deswegen wäre das nicht meine erste Empfehlung für euch, wenn ihr gerade anfangt, Killer zu spielen in Dead by Daylight. Ich bleibe dabei, Leute. Geist ist auf jeden Fall erstmal die oberste Empfehlung. Die oberste Empfehlung. Ich glaube, der langsamste Killer, Kannibale, der schnellste Legion. Nee, like my aim, Kannibale ist 115%. Legion ist auch 115%. Bei der Huntress, wenn man von imaginärem Crosshair in der Mitte ausgeht, ist das etwas rechts vom Crosshair und etwas nach oben. Zumindest mit dem Schrank-Perk von der Dredge, wo man beim Schrank öffnen die Survivor im Umkreis von 8 Metern sehen kann. Unschlagbar, weil sie sowieso Äxte im Schrank holt, aber ich habe es selbst noch nicht ausprobiert, da ich Dredge es gerade geholt habe. Mega nice, Machiko. Also auf jeden Fall empfehlenswert. Ich habe 6200 Kartoffeln. Willst du mir Angst machen, schneeweißer Hase? Willst du mir Angst machen, so verstehen dich zu sehen? Hallo. Mit Legion-Fähigkeit ist sie am schnellsten, oder? Nein, like mal eben. Blight müsste eigentlich der schnellste Killer sein in der Fähigkeit, oder ohne. Noid ist auch eine der Perks von einem anderen Killer, die oft bei Huntress gespielt werden. Noid? Majiku?
Sollte man auf Huntress eigentlich nicht spielen. Huntress ist ein M2-Killer. Da macht auf jeden Fall nicht so viel Sinn. Noid ist ein freies Perk. Ist ein freier Perk, ja. Gehört keinem Killer. Wenn ihr euer Blutnetz levelt, müsst es früher oder später auf jeden Fall auftauchen. Hello. Wraith mit Add-ons. Ah, kommt nicht an Dings ran, Leute. Oni und Light müssten die schnellsten Killer sein in der Fähigkeit. Da kommt ein Wraith mit Addons nicht ran. Der Penner, wie geht's dir, Mann? Mike, wunderschönen guten Morgen. Aber, wie gesagt, ein Killer, der Spaß macht. Auf jeden Fall wärmste Empfehlung, den auch mal auszuprobieren. Probiert euch durch, Leute. Probiert euch durch, aber ich würde mit Geist trotzdem anfangen. Die Perks von der Jägerin. Raubtier. Gewährt den Statuseffekt unentdeckbar, sobald du Blutrausch Gruppe 1 erreicht hast. Der Statuseffekt wird aufgehoben, wenn der Blutrausch wieder aufhört. So, was heißt das? Das heißt, wenn ihr 15 Sekunden lang hinter dem Survivor herdackelt, dann hat er keinen Herzschlag mehr und ihr habt kein rotes Licht mehr. Raubtier würde ich nicht empfehlen. Nö, es ist doch bei 300 Speed im Blink oder nicht, aber das ändert sich mit dem Update ja auch wieder. Yep, Doc. Jeder hat auch einen Hasskiller, oder? Also wenn man als Überlebender spielt, meiner Zenobit. Meiner ist der Trapper. Like my aim. So, Raubtier lohnt sich meiner Meinung nach nicht wirklich. Es ist jetzt nicht etwas, weswegen ihr Huntress leveln solltet, wegen Raubtier. Macht keinen Sinn. Gebietszwang. Wenn ein Survivor, Leute, in den Keller geht, werden dir die Auren von den Überlebenden, die im Keller sind, werden dir angezeigt. Also ein Überlebender geht in den Keller und dann wird euch die Aura für 3 Sekunden angezeigt, Leute. Dann wisst ihr, jemand ist gerade im Keller. Ein Perk, der eher als Meme-Perk bekannt ist, ist ganz lustig. Nichts, weswegen wir irgendwie jetzt die Huntress leveln müssen. Wiegenlied der Jägerin ist ein Fluch-Perk, kann man am Anfang spielen. Ansonsten macht es keinen Sinn. Am sinnvollsten eher noch auf Doc, wie jetzt auf eine Huntress oder sowas. Aber ja, es gibt schlimmere Perks, es gibt aber auf jeden Fall auch deutlich bessere Perks. Nichts, weswegen wir die Huntress am Anfang direkt leveln sollten. So, das heißt, wir bleiben dabei. Geist spielen. Krankenschwester leveln. Genau auf mir. Super, wir spielen auf dir, Doc. Sehr schön. So, was spielen wir auf Geist, Leute? Der Ruf einer Krankenschwester, haben wir ja gerade schon gesagt. Der Ruf einer Krankenschwester, wenn sich ein Survivor heilt, können wir in einem Umkreis von 28 Metern, können wir den Survivor sehen, der sich gerade versucht, selbst zu heilen. So, was könnten wir denn sonst so noch spielen auf einem Geist, Leute? Erregung, eiserner Griff, meine ich. Ihr könnt rein theoretisch, also eiserner Griff ist jetzt nicht ein krasser Perk oder sowas. Eigentlich würde ich es euch auch nicht wirklich empfehlen, aber wenn ihr keine anderen Perks habt, Leute, dann nehmt einfach eiserner Griff mit. Da könnt ihr die Survivor leichter zum Haken bringen. Gibt bessere, ich würde höchstwahrscheinlich sogar gar nicht eiserner Griff spielen, sondern ich würde auf jeden Fall umschwenken auf andere Perks, aber wir sprechen gleich drüber. So. Perk von Demo habe ich schon übersprungen. Tequila. Nee, oder? Nee, kommt noch, ne? Okay. Gut. So. Hallo, Dizzle, du bist ja noch da. Markus, wie geht's dir? Guten Morgen. Aber ja, Demogorgon, Leute, der hat auf jeden Fall gute Perks, die werden wir auf jeden Fall mitnehmen, ne? Rein theoretisch könnt ihr Nervenkitzel der Jagd spielen, da bekommt ihr ein bisschen mehr Blutpunkte. Ich würde es jetzt nicht empfehlen, wir tun so, als ob wir wirklich ernsthaft Dead by Daylight spielen wollen, ja? Viele werden auf jeden Fall Noid einpacken, Leute. Noid ist ein Perk, wenn alle Gems angehen, dann sind die Survivor One-Shot down. Ihr könnt sie mit einem Hit downen. Ist ein ekelhafter Perk auf einem Geist. Warum ekelhaft? Weil wenn die Survivor euch nicht sehen und ihr sie mit einem Schlag direkt vernichten könnt, das ist schon, das kann natürlich richtig ekelerregend sein.
Ich würde euch persönlich Noid nicht empfehlen. Ich würde auf jeden Fall umschwenken auf andere Perks, damit ihr euer Gameplay nicht zu sehr an irgendwas für merkwürdigen, zufallsgenerierten Totems irgendwie aufbaut. Sagen wir es einfach so, aufbaut. So. Wo ist es denn, Leute? Der Master! Holy schmoly. Der Master dankt dir von ganzem Herzen für dein Follow. Herzlich willkommen, Mann. Noid Change vielleicht erwähnen, man findet es relativ schnell. Ja, das kommt noch dazu, Leute. Noid ist nicht mehr so stark wie früher. Wenn der letzte Gen angeht, sind die Survivor One-Shot down. Sobald ihr den ersten Survivor gedownt habt, sehen alle anderen Survivor, wenn sie 4 Meter in der Nähe vom Totem sind, sehen sie die Aura von dem Totem und brauchen sie nicht suchen. Und innerhalb von den nächsten 30 Sekunden erweitert sich sogar die Aura-Lesefähigkeit auf 24 Meter. Das heißt, jeder Survivor wird das Totem auf 24 Meter genau sehen. Egal, wo das Totem ist. Deswegen geht es dann wiederum sehr schnell down. Und ja, macht dann nicht so viel Sinn, Leute. Macht dann nicht so viel Sinn. So. Pirscher, Leute. Pirscher ist auf jeden Fall auch ein freier Perk. Frei verfügbar für alle. Den kann man durchaus auch spielen, wenn ihr mal Survivor liegen lasst und dann ein bisschen was anderes machen möchtet. Dass ihr die Survivor dann auch seht, die am Boden, auf dem Boden liegen. Da. Hier haben wir es. Schlampiger Schlachter, Leute. Schlampiger Schlachter würde ich auf jeden Fall nehmen, in Kombination mit der Ruf einer Krankenschwester. Das sind 2 gute Perks auf dem Geist. Die beiden mittleren Leute, die würde ich auf jeden Fall ersetzen, wie sie sind. Schaut einfach, dass ihr da ein bisschen vielleicht euch ausprobiert. Schaut, was euch irgendwie besser gefällt. Aber der Ruf einer Krankenschwester mit Schlampiger Schlachter, das sind auf jeden Fall die beiden Perks, die ich euch empfehlen würde. Dann gibt es noch den Perk von Demogorgon, frei erhältlich für jeden. Danke dir, Tequila. Und zwar ist es Panikmacher, früher auch bekannt unter dem Namen Seelenbrecher. Der Vorteil hieran ist, Leute, dass die Survivor, wenn die einen Gen anfassen, leiden die unter dem Statuseffekt Erblindung und Erschöpfung. Das heißt, wenn ihr gegen den Mac spielt und gegen den Dwight spielt und die Mac hat zum Beispiel Sprintboost dabei und der Mike hat, Mike und der Dwight hat beispielsweise Bindung dabei. Bindung, er kann die Survivor sehen. Sprintboost, man kann sehr schnell von dem Generator wegrennen. Dann, 60 Sekunden pro Hookphase. Ja, ja, 60 Sekunden. Danke dir, Black, dazu. Und das bedeutet, ihr hättet einen Effekt auf diesem einen Generator allein schon auf Dwight und auf Mac. Weil Mac kann nicht wegrennen. Weil wenn die Survivor und Gen anfassen, leiden die unter dem Statuseffekt Erschöpfung. Das heißt, sie können nicht wegrennen. Die Mac kann dann nicht vom Gen wegrennen, wenn ihr um die Ecke kommt mit Geist. Panikmacher ist ein solider Perk auf Geist, sagen wir es mal so. Und mit dem Statuseffekt Erblindung, Leute, der Vorteil dafür ist halt einfach, dass die, dass so ein Dwight, der jetzt dann zum Beispiel mit Erblindung spielt, oder eine Claudette, die mit dem Perk, wie heißt der Perk? Wo sie die Aura sehen kann von den ihren verletzten Mates, dass diese Perks dann auch nicht funktionieren erstmal. Da könnt ihr das auf jeden Fall erstmal ein klein wenig kontern. Und die Survivor, Panikmache ist ein guter Begriff. Also viele Survivor, die frisch dabei sind, das stresst dann solche Survivor. Auf jeden Fall. Hundertprozentig. So. Ich würde Panikmacher am ehesten euch sogar empfehlen. Der Ruf einer Krankenschwester, Panikmacher, schlampiger Schlachter. Und ich würde dann tatsächlich sogar den hier mitnehmen. Stromstoß, Leute. Das hier ist meiner Meinung nach sehr solide. Stromstoß, was passiert da, wenn ihr einen Survivor downt? Dann gehen alle Generatoren, die in dem 32 Meter vom Down sind, gehen um 8%, verlieren 8% des Fortschrittes. Und falls ein Survivor, Leute, falls ein Survivor an dem Gen sitzt, schreit er auf. Deswegen wirklich solide. Das hier ist eine solide Kombi, Leute. Wenn ihr die Nurse gelevelt habt, während ihr den Geist spielt, würde ich euch einfach empfehlen, früher oder später auf diese Perks zu gehen, diese Perks zu spielen. Empathie! Danke dir, Kader. Danke dir. Was ihr auch noch spielen könnt, ist verbittertes Gemurmel. Wenn ein Gen angeht, seht ihr alle Survivor, die im Umkreis von 16 Metern zum gepoppten Gen sind. Seht ihr die Aura für 5 Sekunden von den Survivor. Dann seht ihr, in welche Richtung die laufen. Kann gut sein. In den meisten Fällen ist es eher nicht so gut, weil ihr am Anfang euch auf andere Sachen konzentriert, nicht auf gepoppte Gens. Deswegen würde ich euch eher das hier empfehlen.
Ruf eine Krankenschwester, Panikmacher, Stromstoß, schlampige Schlachter. Das ist so ein Perk-Bild, was ich euch auf jeden Fall wärmstens empfehlen würde, auf Geist und mit Geist anfangen zu spielen. In der zweiten Phase on Hook muss man aber auch jeden Skillcheck treffen. Ja, damit 60 Sekunden sind, Black Tattoo, ja. Das ist wohl richtig. Okay, gebt mir eine Sekunde, Leute. So, perfekt. Ich hoffe mal, das hat euch geholfen, Leute.